Weißt du noch damals, Pilzgefährte, als wir zwei im Militär waren und immer auf Stockbetten geschlafen haben? Du bist immer darauf bestanden, dass du ober mir schlafst, obwohl du in der Nacht immer mässige Pfütze rauslachst. Oh, Pilzgefährte hat mich fahren lassen. Pilzgefährte hat schon wieder den fahren lassen. Ja. Das waren noch die guten alten Zeiten, bevor der Dragon Lord dich in den Pilzgefährten verwandelt hat und du noch ein Mann warst. Aber ich wollte dir sagen, dass eigentlich diese Pfütze eigentlich gar nicht schlecht gerochen haben, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich vermisse diese Zeiten. Es ist Zeit, dass wir den Dragon Lord bestrafen dafür, dass er uns in diese Situation gebracht haben, dich in den kleinen Pilz mit Peniskopf verwandelt hat und ich alleine hier reden muss, ohne meinen alten Bro. Oh, Vivian Gefährte ist auch hier. Hallo, Vivian Gefährte. Ja, ich glaube, das wird eine Stunde, vielleicht weniger. Wir machen die Hauptquest hier fertig. Das ist das Finale. Finale. Läuft alles. Ja, es läuft alles gut. Bist du bereit, Pilzgefährte? Vergasen wir diese Gegner mit deinen Pfützen. Pilzgefährte? Oh, hier ist er. Es ist Zeit, dass wir uns die Gegner vorknöpfen und den Dragon Lord, der dich in einen Pilz verwandelt hat, mit Peniskopf. Ja, fieser Typ. Was der eigentlich denkt, dass er ist. Dann haben wir hier eine Schriftrolle. Der Schicksalsbringer strebt nach der nötigen Macht, um zu triumphieren. Sie ist ganz nah. Sie muss nur von einer Heldenhand ergriffen werden. Was ist die Macht? Dumpfe Vermutung? Der Dragon Lord ist eigentlich Mordokai. Drachenmaske. Ist mein Spiel gerade zurück. Musik? Wo ist meine. Ein Barrierezauber des Dragon Lords versperrt euch den Weg. Der Hastard hat uns gezeigt, was zu tun ist. Wir müssen eine Vertreibungszone in der Nähe finden. Pilzgefährte hat schon wieder nicht fahren lassen. Gute Arbeit. Nicht aus Gier. Ich bin kein Zombie. Aber ich kann dich echt nicht leiden. Wie groß ist die Chance, dass das Ding so. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Das erste Mal, dass ich das sehe. Ist das normal? Soll das so sein? Ich bin verwirrt, Alter. Ich bin verwirrt. Oh boy. Ich bin verwirrt. Ja, alles, was blau ist und alles, was. Ah, der Zauber wurde gebrochen und der Weg ist frei. Das, was blau ist und violett ist, nehme ich noch mit. Ansonsten werde ich mich hier nicht nach goldenen Kugeln umschauen, die Fett. Die Stadt Ossogol ist ein Kadaver, so wie die Untoten, die ihre Mauern patrouillieren. Die Steine sind ihre Knochen, der Sand bildet ihre Hände, aber herausstechend ist ihr großer. Schon kapiert. Na los, wir sind nah dran. Sprengen wir uns einfach den Weg frei. Bist du sicher? Ich habe noch eine ganze Liste. Ich könnte weitermachen. Was fertig erzählt. Also, ich war durchaus gespannt, aber Fred hat wohl recht. Wir sollten das Ding sprengen. Ihr nähert euch den Toren und seht einen Seelenquell voller nekromantischer Magie. Der Dragon Lord speist damit den Barrierezauber über der gesamten Stadt. Kein Problem. Unser Vertreibungszauber regelt das schon. Damit vertreiben wir das Böse aus dem Quell. Nicht so unentspannt, Fred. Ja, geben wir noch Waffen und Zauber wechseln. Der goldene Zauber ist wieder mal für nichts. Die Segelblätter der Seligkeit machen gar nichts. Gar nichts, sage ich euch. Für dieses Dunkle, das haben wir noch gar nicht gespielt. Alles, was ich Gold bekommen habe, ist irgendwie Dreck. Okay. Weiter. Oh oh, während ihr die böse Magie aus dem Quell zieht, nehmt die Magie vor! Die den Quell verderben, erheben sich, um ihn zu verteidigen.
Spielsgefährt hat schon wieder nicht fahren lassen. Ah, jetzt kommt die Musik. Sehr gut. Ich hab dich schon vermisst, Musik. Headshot. Ach, das ist Sturmgewehr. Das kann was. Ich hab's nie gespielt und hab's schon seit dem Box-Opening. Ab, jetzt gefährt er. Entledigt sich wieder seinen Innereien. Da, Schlag. Oh. Entflammung der Zuflucht. Fleisch brennt. Es ist nicht so heiß. Fleisch brennt einfach zu schnell. Jetzt gefährt das steht wieder die Show. Hey, okay. Okay. Der Stein wurde gereinigt und der Barrierezauber rund um die Stadtmauer löst sich auf. Der Zauber schaut schon mal cool aus. Der Zauber wurde gebrochen. Sag mal, warst du das? Ja. Der Diamantkönigin sei Dank, dass du hier bist. Komm, zu meinem Unterschlupf geht es hier rauf. Flammenwerfer. Cool, 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 cool. Gefällt mir. Haben wir endlich mal einen guten Zauber, nachdem ich die ganzen Giftsachen, die gar nichts gemacht haben, getestet habe. Es ist näher als du meinst. Sprich! Oder eine Würfel. Der Zufall kann dir nichts anhaben. So. Nein. Wer bist du? Dieser Zauber hat mich seit Tagen hier festgehalten und du hast ihn ganz allein gebrochen. Deine Kräfte müssen jenseits sterblicher Kenntnis sein. Mhm. Ja, ich bin ziemlich stark. Ich bin sogar dabei, den Dragon Lord zu besiegen. Dann führt dein Weg durch die Heldenhalle. Ich kenne sie gut, auch wenn ich zu schwach war, um sie zu erreichen. Komm, ich zeige dir den Weg. Als ich vom Tod der Königin erfuhr, kam ich hierher. Ich wollte sie mit Hilfe der latenten Seelenenergie dieser Stadt zurückholen. Vielleicht kannst du schaffen, woran ich gescheitert bin. Fußrouter! Illusionsmagie! Der einzige Grund, warum mich die Skelettpatrouillen nicht gekriegt haben. Du musst zur Heldenhalle hinter der inneren Mauer. Der Dragonlord versperrt den Weg dorthin mit Hilfe der Quelle der Sünde. Du musst die Quelle reinigen, um die Zauber zu brechen. Du musst die Quelle der Sünde reinigen, um die Barrierezauber zu brechen, die dir den Weg versperren. Und ich verkaufe hast schnell. Hast du gehört, was der alte Kerl gesagt hat? Wir können Aschgaul zurückholen. Ich weiß nicht. Ihr Tod schien endgültig. Schon, aber denkt mal an. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Und wie soll das ihren Kopf wieder mit ihrem Körper einen? Das weiß ich auch noch nicht. Ah, warum tue ich das? Die Reichweite passt nicht. Runterhupfen, meinst du? Ja, okay, machen wir gleich. Was wollte ich gerade? Das. Und Skills. 7 Punkte. Nein, diese Seite. Okay. Dann nehmen wir dieses. Das war's wieder. Das war's. Erstick an Pilzgefährten. Pfütze. Okay. I see you, baby. Der Glücksfaktor steigt. So. Was ist denn das für ein Glück? Haut mir einfach die Loot runter. Frechheit. Rennen wir darüber. Im
Musik ist extrem leise hier. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Tue ich das nicht? Flammenwerfer. Eine gute Kombi. Jetzt ziehe ich den Gegnern ein Lied von Feuer und Eis. Und Pfützen. Feuer, Eis und Pfütze. Was für eine tödliche Kombination. Grünäugige Seelengeister strömen aus dem Quell des Neins. Du bist Feuer, Eis und Pfütze. Ich sterbe mal so schnell, dass ich meinen Flammenwerfer nicht einsetzen brauche. Wo sind die Badasses? Ja, Eis und Würze. Yeah. Es stirbt alles so schnell. Bin nicht auf der härtesten Schwierigkeit. Da ich das Playthrough ja Story Playthrough durchhaue. Und mich bei anderen Spielen teste. Außerdem hat das Playthrough sowieso nicht so viele Views reingebracht. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so tot? Renne! Nee, wir brauchen keinen anderen Zauber zurzeit. Eine andere Schrotflinte können wir testen. Gefährter schon wieder eine Fahr gelassen. Die lustigen Geister wurden aus dem Reich der Sterblichen verbannt und der Quell des Neids ist gereinigt. Ein One-Shot-Shotgun. Was für ein Dreck. Braucht doch niemand. Es ist gerade noch so früh, dass mich die Sonne leicht blendet. Oh je. Okay. Mit Controller. Goddammit, wenn dann machst du keine Geräusche. Das ist doch schon mal was. Ja, die ist für nichts. Absolut für nichts. Okay. Okay, falsche Taste. Viel zu viele Spieler mit zu vielen unterschiedlichen Tasten. Wo ist die gute Shotgun? Da. Knöchel, Blutschuss des Schnitzers. Das ist, weil du in meinem Tornado stirbst. Was für eine Falle. Sehr tödlich. Geifende Seelengeister stürzen sich aus dem Quell der Gier auf euch. Sie haben es auf euer Gold abgesehen. Sie haben's auf euer Gold abgesehen! Verstehe. Nicht auf meine Seele? Aber ja, die haben sie ja auf meine Seele abgesehen. Hab ich auch nicht leiden. Dieser Gutmensch ist so gut wie tot. Verdammt, die sterben doch schnell. Ja, die Shotgun und das SMG sind so ziemlich das Beste, was ich rausbekommen habe aus 17 Boxen. 17 goldene Kisten. Aus dem Reich der Sterblichen verbannt und der Quell der Gier ist gereinigt. Es ist nur noch ein Quell übrig. Der Quell des Zorns. Wo ist der Quell des Verlangens? Wo ist mein Ding-Dong des Verlangens? Das ist eine Waffe, falls ihr euch wundert. Das ist eine Waffe, okay? Hopp! Das nehmen wir mit. Beziehungsweise. Kann mich nicht durchschlagen. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ich habe eine goldene Spitzhacke. Als Waffe. Das Einzige, was ich brauche.
weiß gar nicht mal, wie ich Mele einsetze. Ah, hier ist es. Der Quell des Zorns vibriert voller Seelenenergie. Wumm, wumm, wumm. Und blockiert euren Weg zur Heldenhalle. So langsam bin ich es leid, die Rohre dieses toten Volks zu reinigen. Was sind wir, Klempner? Heldenhafte Klempner? Dafür wird sich nie jemand interessieren. Oh, nee. Nee, keiner mag Mario. Was? Da sind der Seelengeister donnern aus dem Quell des Zorns und wollen euch in Stücke reißen. Oh, ihr Helden, bringt mein Blut zum Kochen. Bildlich gesprochen, natürlich. So haben die Schuld gemacht, Kleinholz. Ich meine das kleine Skelett. Big Boy. Ja, ob es das wert war. Das ist die falsche Waffe für diesen Zauber. Mir kommt die Map ein bisschen dunkler vor als der Rest. Blitzgefährt hat schon wieder fahren lassen. Gute Arbeit. Dafür wirst du bezahlt. Nein, du wirst nicht bezahlt, aber dafür solltest du bezahlt werden. Mein Untod flackert. Der Quell des Zorns ist gereinigt und gibt den Weg frei. Gut, ich habe langsam auch genug von diesen Zaubern. Ich will endlich zum Boss. Nicht so hektisch, der Spaß fängt gerade erst an. Chill mal. Oh, der Weg ist versperrt. Ihr müsst euch durch die alten Katakomben kämpfen. Oh nein. Tina, bläst du die Kampagne gerade künstlich auf, damit wir hier bleiben und Bunkers and Badasses mit dir spielen? Überhaupt nicht. Die alten Katakomben sind sogar ein wichtiger Teil der Geschichte. Und wer lacht jetzt, Valentine? Na, ich, ha! Sind sie nicht. Aber mir soll diese Gelegenheit nur recht sein. Mit all dieser Seelenenergie, die mich erfüllt, kann ich alle möglichen neuen Albträume erschaffen. Diese Stadt wurde von einer Zivilisation fortgeschrittener Zauberer errichtet. Sie nannten sich die Watu. Von hier aus habe ich unzählige dunkle Kampagnen gestartet. Doch die Stadt war schon vor meiner Ankunft lange tot. Big Boy. Die Watu wussten, was Seelenenergie war. Sie erschufen diese Stadt, um sie der Welt zu entziehen. Und so herrschten sie wie arrogante Götter auf Kosten aller anderen Lebewesen. War eigentlich echt toll, wenn sich das so ergibt. Ja, wollte gerade sagen, du machst das natürlich nicht, weil du ein Guter bist. Ich spare mir den Rest der Erklärung, du weißt eh, wie es ausgeht. Die Warte und ihre Seelen wurden von den arkanen Mechanismen absorbiert, die sie selbst geschaffen hatten. Ein Klassiker. Das zeigt nur, dass niemand auf immer der Meister bleibt. Okay. Way to go. Entlang und das Leiden. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brech ihn auf. Sofort. Bitte? Bitte? Wir teilen dieselben Augen, aber nicht die gleiche Vision. Der Dämon sieht Blut, wo ich Dinge sehe, die ich lieber nicht sehen wollte. Aber uns durchströmt das gleiche Verlangen. Wir wollen beide nur eins. Eldon, der uns verraten hat. Der uns vervollständigen kann. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte von ihr verlaufen ist. Ich bin tot. Nicht. Du hast solche Angst vor meiner Shotgun. Liegt schon genug Muni herum. Ach, da wird einfach durchgeslitten. Ich brauche keine Loot mehr. Bin schon überlootet. Während ich mir Loot hole. Oder auch nicht. Whoa!
Das hat mir Fettleben gekostet. Okay, jetzt da. Oh. Goldene Kügelchen. Yeah. Und die Musik ist wieder fast weg. Ganz leise höre ich ein paar. Was ist das für ein Instrument? Na, Atom, Atmo. Was? Mit der Ambiente. Hört ihr es? Hört ihr es? Ist das laut genug? Und hier bin ich gekommen. Was gibt es hier? Oh. Obelisk Fight. Den gönnen wir uns. Dieser Obelisk wird einen fiesen Flossenfeind heraufbeschwören. Was ist ein Flossenfeind? Ein Shark? Bring ihn. Yep. Sand fressen. Können wir gar nichts. Donnerfresse. Ja, war in einer Sekunde weg. Komm her, du kleine Donnerfresse. Hopp, er versteckt sich. Blauer Typ. Verdammt, sind die schnell ausgeschalten. Das heißt, das MG vernichtet total. Hier ist der Böse. Komm raus. Wo ist mein Big Boy Granatenwerfer? Hier. Der Seeborg fällt! Seine Flosse hat ihre letzte Welle geteilt. Oh. Der Big Boy Granatenwerfer hat so einen Fatboy-Schuss. Der dich zwar selber killt, wenn du zu nah dran bist, aber der halt den Fallout Fatboy Schaden macht. Okay, ja. Genug hier. Und sowieso noch ein bisschen von Licht geblendet, dass ich sehe, was ich tun muss. Ist ein schneller Weg wieder rauf? Schaut nicht so aus. Dann müssen wir halt rundherum rennen. Bin ich schon fett durchgelevelt. Apropos Leveln. Das war's auch schon wieder. Interessiert es dich, dass es schon vor dir Schicksalsbringer gab? Alles oh. Helden ihrer Nein. eigenen Geschichte, aber ihrem Namenspatron wurden sie nie gerecht. Sie haben nur ihr Spiel gespielt und so getan, als ob. Denn genau das will sie. Was haben wir hier sonst noch? Da hoppen wir nicht rein. Das schaut tödlich aus. Ah, wie heißen die Borderlands-Charaktere? Wolfhunters, oder? Hupft einfach durch. Mir doch egal. Fallen! Die können mir gar nichts. Nimm meine Kreaturen. Sie existieren nur, um meine Wünsche zu erfüllen. Und wenn sie scheitern, mache ich mir hunderte neue. Weil sie entbehrlich sind. So wie du. Glücklicher Rarara! Ich will doch nur das Spiel spielen und dann ein anderes Spiel spielen. Explodiert hier. Nedo. Auf einmal ist er alle tot, wenn ich den einsetze. Er ist schon vorausgegangen. Na los,
Weg von meinen Pilzgefährten! Was haben wir hier noch? Da geht gerade so viel ab mit Elementarschaden. Das ist sowieso total die, was ich verloren habe. Du! Sie will, dass du denkst, du wärst was Besonderes, einzigartig. Hast du überhaupt einen Namen, Schicksalsbringer? Hat ihn je einer ausgesprochen? Hat sie es? Genau, dachte ich mir. Mein Name ist Bubblehead Boy. Und das ist Pilzgefährte, okay? Bubblehead Boy, merk ihn dir, Bösewicht. Das hatten wir doch schon geklärt. Nicht mal einen riesigen Schädel gesehen in der Oberwelt? In der Oberwelt? Ja. Toll. Blau. Nichts Blaues wird mir genommen. Hast du einen Namen, Drachenlord? Ist das dein Vor- oder dein Nachname? Dachte ich mir. Aus den sandigen Katakomben und folgt den Kabeln der seelenfressenden Mechanismen der alten Watu. Okay, Neuling. Auf zur Heldenhalle! Gedichtsette spare ich mir. Kaufen wir mal ein bisschen Schrott, vielleicht finden wir was Cooles im Automaten. Danke. Nice Sniper. Könnte ich mir eigentlich kaufen zum Spaß. Goldpistol war nichts wert. Sauber, kann ich jetzt auch alle anderen verkaufen? Sniper wollte ich mir kaufen. Das will ich hoffen, deswegen habe ich es gekauft. Skin und wo ist der Sniper? Hier. Gehen wir Sturmgewehr weg, das ist so ein Sniper in die Richtung. Big Boy, Big Boy. Was haben wir hier? Schaut cool aus. Das nenne ich mal ein Scharfschützengewehr. Genau nach meinem Geschmack. Vollautomatisch bis zum geht nicht mehr. Das ist mal ein Glückswürfel. Verdammt, hier ist eine dunkle Ecke. Natürlich kriege ich was Goldenes. Ein Sturmgewehr. Okay, weg mit dem APG. Dann testen wir das. Hat das eine Flasche? Das hat eine Flasche. Oh, wie heißt das Ding? Wegelagerer des Erschreckens. Flaschenkopf nenne ich's. Kann ich es mir nicht anschauen irgendwo? Verdammt. Oh, ist das cool. Vor dem verzauberten Gang der Heldenhalle wurde ein gewaltiges arkanes Gerät errichtet. Es hört auf einen abgefahrenen Namen mit vielen Silben, ist im Grunde aber nur ein riesiger, schnuckeliger Magielaser, mit dem ihr den Barrierezauber aufballern könnt, Baby. So gefällt mir das. Riesiger Space Laser. Bleib weg von mir, Fleischsack. Das ist doch aus allen Filmen geklaut. Ich habe das Gefühl, dass dieses Sturmgewehr gleich mal kaputt ist. Bei unserem riesigen, schnuckligen Magielaser ab. Zeigen wir es ihnen. Ja, ich bin Fan von diesem Sturmgewehr. Können wir Sniper testen. Wenn was. Ja, ja. Und das zweite ist RPG natürlich. Örtliche Rune, check! Greift an!
meine Schergen! Glückspilz! Sie wirft mir einfach ein Schwert entgegen. Schon bald musst du zu uns gehören. Nein. Du wirst zu pilzgefährten Mageninhalt gehören. So was wollte ich. Das Sturmgewehr wegschmeißen. Wo ist mein RPG? Hier ist er. Der wird später noch gebraucht für den Dragon Lord. Wo ist der RPG-Schaden? Ja, verstehe. Das auf, wenn ich da. Was läuft, ne? Das Arcade-Gerät ist voll aufgeladen mit Vertreibungsenergie. Hoffentlich super duper aufgeladen. Nutz die Aktivierungsrune. Lass uns das Ding abfeuern. Ah, ich habe keine Lust, ewig lang nach Weg reinsuchen. Ey Mann, was geht ab? Snapper kann was. Gratulation. Wer bist du denn? Komm runter zum Spielen. Er hat fertig gespielt. Aber er hat nicht fertig geschrien. Philomant, das bin ich dich. Klauenbringer, Sporenhüte, das bin ich. Nachkampfschaden interessiert mich nicht. Das können wir raufgeben. Und dann wird dieses Ding aktiviert. Verdammt, ich habe noch viel Geld. Oh Gott. Ich habe erst später gesehen, dass es eine Katze war. Ich schwöre, ich wollte die Katze nicht zerstören. War nicht meine Absicht. Okay. Kai. Kai. Ich weiß nicht, warum ich alles zerhacke. Was? Warum? Oh, oh. Hast Frette sie? Oh. Sorry, Katze. Mach Katzen, okay. Seit dass ich nach diesem Fall Finale endlich ein Call of Duty in Kätzchen hochlade. Eine Episode. Kreuzschnabel des Flusses. Das kann ich mir auch kaufen. Warum nicht? Warum nicht? Ein so Buchse lass mal. Das habe ich sowieso nie verwendet. Weg damit. Das ist auch ein gutes Sturmgewehr. Was ist das? Was wollte ich mir kaufen? Dieses Sturmgewehr. Ja. Gut, gut, gut. Snapper gehen wir austauschen für das Gift SMG. Dann haben wir fast allen Schaden. Den wir haben können. Was wollte ich mir sonst noch geben? Das Ding. Wo ist mein Sturmgewehr? Das neue. Big Boy, Big Boy. Das ist mehr SMG als mein SMG. Irgendwie hat das was. Das hat was Call of Duty mäßiges. Apropos Call of Duty. Das ist Sturmgewehr. Wie heißt die Waffe? Ah. Ihr betretet die Heldenhalle, in der die größten Legenden der Wonderlands zur Ruhe gebettet wurden. Na, nicht alle. Wie sagt man so schön? Wir kommen nie zur Ruhe, was? Ab, Katzin. Um 16. Ihr hört ein bekanntes Wiehern und in euch keimt Hoffnung auf. Es ist wie ein Traum. Doch
Das ist nicht die Königin. Das ist ein Albtraum. Nightmare. Meine Königin! Wie kannst du so etwas Gutes und Reines verderben? Ich schütze die Natur. Big Boy. Daneben. Das kommt davon. Und jetzt ist den, der macht den schon alleine fertig. Der ist OP. Zweite Phase. Okay, das hat echt was getan. Kann ich da oben Schaden machen? Ja. Die Monstrosität erschaudert und stirbt. Fast wie erleichtert. Entschuldigung, Eure Majestät. Das ist echt Schreck. Gib nicht mir die Schuld, sondern dem Dragonlord. Ja klar, gib mir die Schuld. Es könnte ja niemals sie sein, die gute Dinge zu Monstern verzehrt. Sie hat niemals Schuld. Aber ich weiß es besser. Ich zeige es dir. Die ganze Loot liegt ineinander. Okay, jetzt habe ich sie. War da was Gutes dabei? Nein. War nicht gut dabei. Gott, nicht das Sinn. Okay, genug tiefe Stimme. Lass uns lieber reinhüpfen. Katzchen. Diese Schriftrollen waren keine Prophezeiung. Ich wollte dir zeigen, was sie mit mir gemacht hat. Was sie auch mit dir wieder tun wird. Okay, Tina. Das ist dein erstes Spiel, richtig? Naja, schon. Mit wem soll ich denn spielen? Alle, die ich kenne, sind tot. Wie heißt es? Bunkers and Badasses. Das ist ein Fantasy-Spiel. Ein Ort, an dem du ein Held sein kannst. Wo deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Oh, sich was vorstellen ist meine absolute Stärke. Ich habe ein ganzes Wunderland hier oben. Das ist perfekt. Aber erst müssen wir einen Charakter erstellen. Erzähl mir von deinem Schicksalsbringer. Beginnt wie viele andere mit einem Herz voller Feuer und Träumen voller Drachen und Magie. Er ist der coolste, stärkste Held. Jeder will sein Freund sein. Der Drachenritter. Drachenritter? Yeah, gefällt mir. Danke. Hey, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist echt cool, ein Spiel mit einem Freund zu spielen, weil ich hatte noch einen. Nun, dann suchen wir uns noch mehr. Tina, ich will, dass das ein Abenteuer wird, das du nie vergisst. Es fühlt sich an, als wäre etwas vor langer Zeit Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Du erreichst die innere Kammer der Obsidian-Hasskathedrale. Das Seelenschwert steckt vor dir. Das ist eine wichtige Entscheidung. Also? Er nimmt es und macht alle Schurken überall. Bist du sicher? Oh ja, ich mach es! Okay, aber das macht deinen Charakter böse. Was? Nein, der Drachenritter ist nicht böse, er ist ein Held, er ist der Schicksalsbringer. Er hat gerade Tausende von Leuten getötet. Findest du nicht, dass das böse ist? Das ist nicht böse, das ist doof, ich spiele nicht mehr mit, oder ich bin der Bunkermaster und sorge dafür, dass nur Legenden siegen. Tina! Stopp. Der Schicksalsbringer ist allein. Verlassen wegen eines Verbrechens, das er nie gewählt hatte. Er hatte niemals wählen dürfen. Er beginnt, selbst zu denken. Kein Schicksal. Keine Würfel. Keine Master mehr. Ich träume. Drachen und Magie. Ich erwache, mein Herz voller Feuer
mit einem Zweck. Wieder auferstehen. Ich bin wiedergeboren als der Dragon Lord. Glaubst du immer noch, dass es eine Wahl gibt, Schicksalsbringer? Ich tue die Dinge auf meine Art. Mir redet keiner rein. Ich hatte gehofft, du erkennst die Wahrheit. Ich bin nicht böse. Sie schreibt mich nur. Er hat nicht fertig geredet. Was meint Tina mit all ihre Freunde sind tot? Und? Wo ist dann Mordecai? Komm. Wenn du drauf bestehst, ein Held zu sein, gibt es nur eine Art, wie das hier endet. Wo ist Mordecai? Ich habe noch eine Sache zu tun. Besteig die Pyramide, besieg den Dragon Lord und hol das Seelenschwert zurück. Okay. Ich will Mordecai zurück. Ich will Mordecai zurück. Stoppt. Ein starker Wind begräbt die alten Mauern und verschafft euch schnellen Zugang zum Außengebiet. Okay. Das brauchen wir eigentlich nicht. Rein hier. The Pyramid. Pyramid. Die Angstpyramide in die Richtung. Leicht übersetzt. Oder die Angstamide. Irgendwas in die Richtung halt. Mit vielen violetten Lichtern. Sehr pink ausschaut. An der Spitze der monströsen Zitadelle des Dragon Lords wird ein Zyklon aus Seelenenergie zu einem unheimlichen Seelensturm. Alles, was ich bin, bin ich wegen ihr. Ich war sie. Ich weiß, was sie mag, was sie fürchtet, was sie fühlt, weil ich es selbst fühlte. Sie hat mich weggeworfen, aber ich erinnere mich daran. Natürlich konnte sie mich nicht in Ruhe lassen. Wieso auch, wenn sie den perfekten, maßgeschneiderten Schurken für neue Helden hatte? Wie groß ist die Map? Also das Endbossgebiet? Mal schauen, ist ein bisschen größer sogar. Kaufen wir schnell und dann weiter. Ich erkenne jemanden, der eine neue Rüstung braucht. Ist aber eine neue Rüstung. Das kostet mich ein Vermögen. Mehr Material für neue Flugscharen. Für passt. Da ist unter mir was. Nichts wurscht. Egal ob da ein Würfel ist oder nicht. Ich will die Pyramide. Brauche Action. Das ist das Finale gedacht. Also machen wir es fertig. Das war gerade noch in der Reichweite. Unterwirf dich der Dunkelheit. Nee. Nicht heute. Stirb endlich. Leise. Stirb leise. Riesige okay. Leitungen schlängeln sich über die Wände, angeschlossen an uralte magische Technologie. Und in der Mitte leuchtet ein Kristall. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass ein großer Kristall im Zentrum einer Pyramide wichtig ist. Wo hast du das gelernt? Lernt man das in der Schule heutzutage? Ich habe eine Lothea gefunden. Wow. Okay. Das wird knapp. Gehen wir zum Kristall. Bin ich zum Looten hier? Ich hab doch schon die ganze gute Loot. Dort fließt die ganze Seelenenergie hin. Wir müssen ihn zertrümmern und die Energie freisetzen. Als der Kristall zerspringt, beginnt die ganze Pyramide zu beben. Nun, ich bin kein Magiesteinologe, aber ich schätze, je mehr Kristalle wir zertrümmern, desto mehr stören wir die Pläne des Dragon Lords. Hau weiter rein! Für
dich ist das nur ein Spiel. Aber wenn du aufstehst und zu spielen aufhörst, stecke ich noch in meinem Gefängnis. Jedes Mal, wenn ein Heldenschwert meinen Nacken trifft, erwache ich vor einem neuen Gesicht, das gerade mit der Quest beginnt. Aber das ist das letzte Mal. Gut, kommt mir das Sturmgewehr nicht vor. Aber Gift ist ja meistens nicht so stark. Der Pulverzer-Sniper. Oder das andere Blitzsturmgewehr. Wo ist es hier? Das macht schon mehr Schaden. Das hat sogar Blitzgranaten. Ah ja, explosives Ding. Wieso versuchst du immer noch mich aufzuhalten? Ich tue das für alle, die auf ihrem Spielplatz gefangen sind. Wenn diese Welt zerfällt, kann ich eine neue frei von ihrem Griff erschaffen. Keine Wahl, Alter. Ich spiel das Spiel doch nur. Sorry, Bro. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Unter mir. Oh. Holen wir sie uns halt. Wenn ich runterhupfen kann. Sponst du mich, verdammt. Verdammt! Ah, Fresse. Ah, das war eine Falle. Das war doch eine Falle. Nein, ignorieren. Ignorieren! Kiste. Kiste wird nicht ignoriert. Vielleicht krieg ich wieder eine goldene Shotgun. In den Müll. Und dann weiter. Naja. Nein, der ist nicht schlecht, aber im Gegensatz zu anderen Shotgun macht das Ding dann nicht so viel Schaden. Andere Shotgun it is. Ups, das ist Sniper. Schaut euch dieses Monster an. Ich bin ein Sprecher. Ja. Ich könnte auf einer Spinne reiten. Das haben sie dir schon lange versprochen und es ist nie wahr geworden. Wann wacht ihr endlich auf? Es ist nur ein Scam. Nein. Nein. Nach all dieser Zeit versuchst du immer noch nach ihren Regeln zu spielen? Kapierst du nicht, dass das alles ausgedacht ist? Das Schicksal eint uns. Das hat sie aus einem Fanfiction-Forum im Econet geklaut. Ah. Weg mit dir, kleiner Imitator. Da hat echt Leben. Kiloman, Spornhitter, schon bekannt. Ein Sniper, das wir testen können. Was schießt das Blade? One Shot. Muss echt Schaden machen, damit es das wert ist. Willkommen beim fantastischen Automaten. Danke. Bitte. Ich danke dir. Das wird so
nützlich sein. Wo ist der Waffenautomat? Hier, 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 hier. Entspann dich. Am besten beim Verkaufsautomaten. Außerhalb ist der Seelensturm um die Spitze der Pyramide stärker denn je. Die Untoten kriechen wie schräge, knöcherne Kakerlaken über die Mauern. Nicht wert. Nicht wert. Nicht wert. Das ist ein Sturmgewehr schon. Hey Bro. Hey, machst nicht. Machst nix. Stirbst du halt. Ja, das Sniper ist das Richtige. Dann machst du Schaden. So wie Pilzgefährte Pürze, die machen auch Schaden. Fallen. Die Mechanismen in der Pyramide rumoren und sprühen, aber die Seelenenergie fließt weiter. Wir müssen den Magiekabeln folgen. Sie führen uns sicher zu seinem Vorrat an Seelenenergie. Das Kabel führt euch in einen Raum, in dem ein geheimnisvoller Tank vor Energie vibriert. Reiner. Ihr Narren, das Ding ist völlig unwichtig. Hoppla, das stimmt nicht. Der Dragon Lord scheint außer sich, als ihr das Gerät zerstört. Schergen, schützt den Tank um jeden Preis! Moment, wie macht sie das? Warum sorge ich mich um das Teil? Es ist doch nur eine Klimaanlage. Was? Aus dem Klo. Hier riecht es irgendwie heroisch. Hier riecht es nach toten Zyklopen und Badassen. Er ist ungeschützt. Zerstören wir ihn. Er hasst die Vorstellung. Ihr wisst nicht, womit ihr herumspielt. Und ich auch nicht. Stopp! Es stellt sich heraus, dass der Tank die Seele der lang verlorenen Liebe des Dragon Lords enthielt. Er wollte seine geliebte Bernadette wiederbeleben. Das war die ganze Zeit sein Motiv. Tolle Wendung, was? Wow! Nee. Welche Offenbarung! Bernadette! Ich räche! Ich... Niemanden. Ich kenne überhaupt keine Bernadette. Siehst du, dass sie mich wie eine Marionette benutzt? Oh, der Dragon Lord lenkt die gesamte Seelenenergie, die ihr ins Seelenschwert entlassen habt, an die Spitze der Pyramide. Das sieht übel aus. Ja, das ist richtig übel. Du kommst zu spät, Schicksalsbringer. Ich habe sämtliche Seelenenergie absorbiert. Zeit, es zu beenden. Tina, siehst du mich? Ich nehme dir deine Welt weg. Du wirst alles verlieren, genau wie ich. Siehst du es? Antworte mir! Irgendwie hat das was Cooles. Nicht wie diese Loot, die hat nichts Cooles. Let's go! Ignoriere mich nicht! Ich ignoriere sie nicht. Sie hat mir nichts zu sagen. Wir sind hier unter uns, Schicksalsbringer. Komm, bringe deine Heldenreise zu Ende. Gerne. Deswegen bin ich hier, Baby. Deswegen bin ich hier. Andere Playthroughs warten. Leider ohne Tina und Dragon Lord. Und ohne Pilzgefährte. Verdammt, ich will dich vermissen, Pilzgefährte. Ich darf mich auch launchen lassen.
Leider. Ohne Pilzgefährte. Nein, ich mache keine Parkour-Puzzles. Keine Parkour-Puzzles. Das reicht. Das war das einzige Parkour-Puzzle, was ich jemals noch machen werde, da hochzuspringen. Achso, das ist unter mir das Puzzle. Und dann, was ist hier drüben? Loot, oder? Also ich kann da nicht drauf. Verdammt. Wartet. Hey, unsichtbare Wand. Was kommt davon, welcher Kunde? Dann stoße ich auf eine unsichtbare Wand. Verdammte Frechheit, nicht wahr, Pilzgefährte? Ab durchs Feuer. Yes. Schicksalsspitze. Mein Wasser ist leer. Es ist soweit. Der Dragonlord wartet oben auf eure Ankunft. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Genug. Dann rauf da. Die Waffenauswahl. Sniper wird durch das RPG ersetzt. Bams. Und das passt schon. Let's go. Let's give it. Give it to me. Katzen. Als ihr die Pyramidenspitze erreicht, seht ihr! Eigentlich stelle ich mich lieber selbst vor, aber vielen Dank. Ha! Und Pilzgefährte. Ausgespielt. Mach ihn platt, Neuling. Du schaffst das. Du bist immerhin der Schicksalsbringer. Schicksalsbringer. Feuer und Spucke. Ist das? Und Pfütze. Wo ist er? Er versteckt sich vor mir. Weil ich zu viel Schaden mache. Oh, sorry, Pilzgefährte. Was mit diesen Drachen auf sich, die da durchhupfen. Ehrlich jetzt, was hat's mit diesen Drachen auf sich? Ja, er ist wieder da. Mach überhaupt nicht viel Schaden. Genieß die Parade! Okay, wo bist du, Big Boy? Ab, Gift. Jetzt kann ich den dann Schaden machen. Was hast du gerade gemacht? Nicht nachlassen! Er wird es dir nicht leicht machen! Ich glaube an dich! Ich würde es ihm auch nicht leicht machen. Wo ist er hin? Ist wieder im Mond. Benotet!
Es gibt doch eine Bernadette. Big Boy. Ab, der ist Helmut. Tornado. Wo ist der Dragon Lord? Jetzt ist er wieder im Mond. Wo ist Bernadette? Hier. Oh, ich sehe gar nichts. Alles immun. Einer hat das getötet. Das fette Loot Explosion. Ey, warte. Das war's? War's das? Sie bekommt ihren Willen? Ich hab versucht, dich zu retten. Also los, nimm es. Dachte, endlich könnte ich selbst mein Schicksal bestimmen. Stattdessen tust du es. Das Seelenschwert knistert in euren Händen vor Macht. Seine Kraft ist absolut grenzenlos. Was können wir damit anstellen? Götter bekämpfen? Oh, selbst Götter werden. Oder wir schmieden ein neues Reich, damit die Wonderlands auf ewig sicher sind. Narren, wir wissen beide, dass der Schurke sterben muss. Mach schon, räche deine Königin. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Was heißt das? Ich nicht mal gedacht. Du Bunkers in Badasses Naturtalent. Wisst ihr was? Wir sind eine echt verdammt gute Heldenparty. Wir sollten das bald mal wiederholen. Wie wär's mit sofort? Ich hab noch allerhand auf Lager. Klar doch! Initiative-Wurf, Leute! Nicht mal die Loot aufheben dürfen. Warum habe ich meinen Mauscursor da? Ich spiele mit Controller, verdammt. Sieht man das nicht? 2000 years later. Danke, Pferd. Auch nur Dreck. Du bist ein bisschen eigen. Ja, okay, schaut dir gut aus. Nehmen wir einfach den Müll mit. Obwohl, ich bin nicht fertig. Ich glaube, ich mache keinen Chaos-Run hier. Oh! Sehr, sehr großzügig. Sehr großzügig. Einmal noch. Ja, ja, mehr Loot. Oh! Irgendwas Cooles. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Doch noch was Cooles. Doch noch was Cooles. Ich glaube, sie ist fertig mit Loot Explosions. Sprich mit dem Dragon Lord. Du hast sie zurückgebracht. Ich schätze, für einen Schicksalsbringer ist nichts unmöglich. Aber wieso verschonst du mich?
Ich bin es leid, in einer gespaltenen Welt zu leben, in der Leute durch Angst, Wut und Schuld getrennt sind. Allein zu sein ist trübselig. Aber niemand muss so leben. Nicht einmal du. Ich fühlte mich allein. Ich dachte, ich hätte meine Verbindung zu ihr verloren, als ich aufhörte, ihr Schicksalsbringer zu sein, aber ich bin immer noch ein Teil ihrer Geschichte. Vielleicht hat sie mich aus einem Grund hier behalten, um Helden zu treffen, wie dich. Und um das zu verstehen, musstest du nur den Arsch voll kriegen. Weißt du was? Ich verstehe, das habe ich verdient. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade etwas planlos. Ich habe den Endkampf noch nie überlebt. Was macht man so, wenn man nicht versucht, die Welt mit Finsternis zu überziehen? Arschgaul, Majestät, ich vergebt mir euren abgeschnittenen Kopf und den Fastweltuntergang. Alles cool? Hand drauf? Huf drauf? 200 Jahre in dieser Burg? Das ist doch total gerecht. Was auch immer meine Königin für klug hält. Ihre super tolle Majestät sagt, es soll eine große Feier in Prachthof geben, wenn du zurückkehrst, Neuling. Aber kommen wir nun zu deiner Bossbeute. Will ich noch etwas? Was nicht meine Bossbeute hat, das ist... Sturmgewehr ist richtig cool. Oder gibt's noch was hier unten? Oh! Ah ja! Loot! Loot! Mehr! Ja, mehr Loot! Mehr Loot! Mehr! Mehr! Machen wir alles auf. Und dann schauen wir uns so an. Map. Map. Sorry, was? Warum hat mich das wieder raufgeschmissen? Runter, sagt die Karte. Schau dir das an. Du warst fleißig, Tina. Diese Höhle ist schon fast kuschelig. Oh, das ist noch gar nichts. Ich habe Pläne, Baby. Hier sind bald überall Bomben und heiße Babys. Ist das ein Tesavis? Kann ich mich setzen? Nein, nicht da hinsetzen. Dieser Platz ist reserviert. Okay, also Tina, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Hoffentlich habe ich dir Bunkers und Badasses nicht versaut. Oh, das? Das habe ich längst vergessen. Ja, wieso? Willst du spielen? Ich kann im Moment nicht. Anführer einer Armee zu sein, ist mehr Arbeit, als ich dachte, aber wenn es besser läuft, können wir spielen. Versprochen. Okay, aber wir spielen meine Kampagne. Ich arbeite da an was. Kann es kaum erwarten. Du bist bestimmt ein toller Bunkermaster. Ich weiß es. Ja, Abschied. Im Breithof, ich will eigentlich nur die Waffe testen, aber dafür werde ich wahrscheinlich keinen Gegner mehr finden. Die schaut richtig cool aus. Gleich in den Bunker damit. Den Safe. Ich noch einen goldenen Kistenschlüssel. Oh. Nichts. Nicht. Du. Die Grafik ist noch nicht ganz geladen. Sie jubeln dir zu. Du hast unsere Königin zurückgebracht und mit ihr die Hoffnung. Ich und alle Bürger von Prachthof sind dir sehr dankbar. Aber eine Sache ist noch offen. Ihre Majestät erwartet dich. Ja, lass mich schnell. Bendis. Es geht ab, Bro. Da du zusammengebracht hast, was einst getrennt war, wird Königin Arschgaul jetzt beenden, was noch getan werden muss. Du wirst zum Ritter des Reiches geschlagen. Wurde auch Zeit.
Endlich ist es soweit. Knie nieder, Schicksalsbringer. Man kennt dich als Schicksalsbringer, Held von Prachthof, Knappe, Mannschaft und Durchgangssucher. Und jetzt, bei der Macht des Adamantthrons, erhebe dich, Ritter des Reiches! Als richtiger verdammter Ritter brauchst du auch die richtige verdammte Ausstattung. Geh zur Schmiedin. Sie wird dir helfen, deine Ausrüstung nach deinen Wünschen anzupassen. Das heißt, ist das ein Endgame-Stuff? Ein Chaos-Level-Stuff? Ey, yo, was geht ab? Auch schon lange nicht mehr gesehen. Was kann ich für dich tun? Stuff. Sieh einer an, wer hat denn da die Welt gerettet? Schön, die Königin wieder zu haben. Ohne den königlichen Hufeisenauftrag wäre ich vielleicht schon bankrott. Mike sagte etwas von einer Verbesserung. Richtig. Er dachte, du könntest vielleicht etwas magische Unterstützung für deine Ausrüstung gebrauchen. Das da ist ein Verzauberungswürfler. Damit kannst du deine verzauberte Ausrüstung auf magische Weise ändern. Am Ende hast du vielleicht ganz andere Kräfte. Du wirst auch ein paar Mondkugeln brauchen. Ohne sie gibt's nämlich keine Magie. Und bei was? Izzy hat die beste Limo in der Stadt. Sie gibt mir einen Rabatt, wenn ich ihr zuzwinkere. Los, probier ihn aus. Ich habe in der Kiste dort etwas Fabelhaftes für dich. Okay, okay. Welche Waffe brauchen wir nicht? Die goldene. Ich sehe nicht viel Unterschied. Toll, toll. Okay. Und wenn du schon dabei bist, schau mal bei Izzy rein. Sie hat was zur Auswahl für deinen ausgewählten Beruf. Was? Danke, dass du da warst. Was war das? Sei nicht traurig, dass diese Mission vorbei ist. Bestimmt taucht bald wieder ein verbrannter Schurke auf, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Pass auf, dass deine Klinge immer schön scharf bleibt. Das gehört doch nicht zum Spiel dazu, oder? Oh, es ist bald wieder Zeit für meine Mutter. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Da bist du ja. Oh, wow. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist seit deinem letzten Besuch gewachsen. Der alte Mike meinte, ich solle dich nach meinem Beruf fragen. Oh, natürlich. Hier entlang. Der Schnellwechselautomat hat eine neue Verbesserung erhalten. Jetzt kannst du deine Sekundärklasse jederzeit ändern. Die Sekundärklasse, richtig. Darfst du überhaupt über sowas reden? Ich dachte, ihr würdet alle nur in Euphemismen sprechen. Ach das, keine Angst, das ist alles nur ein Spiel, stimmt's? Ich habe gesehen, wie du mit den furchterregenden Himmelsriesen geredet hast. Dann wurde es mir klar. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert. Das bedeutet, ich kann gar nichts für meine Sünden. Ist so ein Traumding. Das Blut an meinen Händen ist genauso wenig real wie die Schatten an der Wand. Ich bin so froh, die Königin zurückzuhaben. Mit ihr fühlt sich alles so viel heiterer an. Sprudeligen Tag noch. Nein. Ja, das ist richtig. Nein. Graphic glitched. The hell is going on? Meine Königin? What the hell is going on? Eure Majestät, Schicksalsbringer, die Königin lädt dich ein, ihre königliche Burg zu betreten. In den tiefer gelegenen Kammern ist etwas, das du dir ansehen sollst. Viel Glück, verdammt. Ihre königliche Majestät, Königin Arschgaul, Regentin von Prachthof, rechtmäßige Inhaberin des Adamantthrons und die heißeste Braut in den Wonderlands, gewährt euch Einlass in ihre Burg. Meine Grafik ist geglitscht. My graphics glitched. I can't see anything. Okay. Chaos Chamber. Was haben wir denn da? Das ist wieder normal. Willkommen in meinem Gefängnis, Schicksalsbringer.
Ich hab da was, das dich vielleicht interessiert. Ich dachte, dass mir Ihre Majestät eine Lektion erteilen wollte, als sie mich in dieser Burg einsperrte. Doch sie hatte weitaus Größeres im Sinn. Ich bin nicht der Einzige, der hier einsitzt. Unser Bunkermaster, sie... Er ist komplexer, als ich ihr zugetraut habe. Trotz all dem Chaos in den Wonderlands hat sie ihre niedersten Instinkte gut versteckt. Hier, die Chaoskammer. Was ich als Seelenenergie kenne, kennt sie als Wunder und Vorstellungskraft. In den richtigen Händen kann man damit die Welt retten. In den falschen Händen. Na, ich denke, das hat unser großer Höhepunkt in Akt 3 gezeigt. In dieser Chaoskammer verbergen sich alle unfairen Kämpfe und nicht ausgewogenen Beutegegenstände, von denen sie je geträumt hat. Ich wollte herausfinden, was sich im Zentrum dieses kreativen Wirbels befindet, aber Würfel hören nicht auf Nichtspielercharaktere. Diese Macht gehorcht mir nicht mehr. Dir dagegen schon, Schicksalsbringer. Betritt die Chaoskammer. Besiege das Schlimmste, was sie dir entgegenwirft. Keine Ahnung, was dich im Inneren erwartet. Aber eins ist gewiss, du gehst gestärkt daraus hervor. Jo. Ich glaube, das ist hier das Ende. Danke fürs Zuschauen. War ein cooles Spiel mit coolen Leuten. Mit Pilzgefährte, den Drachenlord. Und ein Grafikglitch zum Schluss. Ja, der sicherlich das Spiel gehört hat. Der Regenbogenglitch, nenne ich ihn. Peace out.